Im Rahmen der Abschlussarbeiten ist die lineare Abschreibung einer im Eigentum befindlichen Maschine durchzuführen. Die Anschaffung erfolgte vor 2 Jahren, damaliger Kaufpreis Euro 40.000 netto. Nutzungsdauer, hat er nämlich vertippt, Nutzungsdauer von 5 Jahren. Und jetzt müssen wir uns zuerst einmal überlegen, was bedeutet lineare Abschreibung? Lineare Abschreibung bedeutet, dass wir über die Nutzungsdauer hinweg immer denselben Betrag abschreiben. Und dann müssen wir uns im nächsten Schritt hier eben auch noch überlegen, handelt es sich um eine Ganzjahres-AFA, eine Halbjahres-AFA oder in Deutschland beispielsweise um eine Monats-AFA. Nachdem wir diese Maschine eben vor 2 Jahren gekauft haben und wir jetzt unsere Abschlussarbeiten durchführen, können wir davon ausgehen, dass wir hier von einer Ganzjahresabschreibung sprechen können. Und wenn wir uns das Ganze jetzt wieder anschauen, mit Hilfe von unseren 4 Schritten, so wissen wir oder können wir erkennen, dass wir ein Abschreibungskonto benötigen und ein Maschinenkonto benötigen. Weil wir haben ja hier eben eine Maschine, die abgeschrieben wird. Und bei den Abschreibungen handelt es sich um ein Aufwandskonto und die Maschinen finden wir wieder auf der Vermögensseite einer Bilanz, sprich auf der Aktiva, und deshalb sprechen wir bei Maschinen vom sogenannten Aktivkonto oder von einem Aktivkonto bzw. aktiven Bestandskonto. Und wenn wir uns jetzt wieder überlegen, eine Vermehrung oder eine Minderung, so wissen wir, dass die Abschreibung mehr wert und dementsprechend handelt es sich beim Abschreibungskonto um eine Vermehrung. Unsere Maschine wird aber weniger wert, weil die Abschreibung bedeutet hier nichts anderes wie eine Wertminderung. Und dementsprechend muss unser Maschinenkonto reduziert werden, also gemindert werden. Und eine Mehrung eines Aufwandskontos wird immer im Soll gebucht und eine Minderung eines Aktivkontos wird immer im Haben gebucht. Und somit wissen wir auch schon wieder, wie der Buchungssatz ausschauen wird. Es fehlen uns nur die Beträge dazu. Und nachdem wir hier eine lineare Abschreibung haben und wir hier eine Ganzjahres-AFA haben in diesem Beispiel, müssen wir nur den ursprünglichen Netto-Kaufpreis durch die Nutzungsdauer dividieren. So kommen wir auf den jährlichen Abschreibungsbetrag von 8.000 Euro. Wenn hier der Kaufpreis brutto angegeben würde, dann müssten Sie diesen zuerst auf netto runterrechnen, weil eben das Vermögenskonto immer ohne Steuer bebucht wird und die jeweiligen Vermögensgegenstände eben immer netto dargestellt werden und dementsprechend darf die Abschreibung natürlich auch nur vom Nettobetrag aus berechnet werden. Ja, und dementsprechend lautet der Buchungssatz Abschreibungen an Maschine mit jeweils 8.000 Euro. Und auch hier wieder die kurze Darstellung in Form von Dekonten. So haben wir bei den Abschreibungen 8.000 Euro im Soll und bei dem Maschinenkonto 8.000 Euro im Haben.